Und willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3. Ja, letztes Mal haben wir uns hier Zutritt verschafft zur Burg der Orks. Und hier könnten wir jetzt... Ach nee, warte mal. Ich wollte ja gucken, genau, mit der Arena hier oder was das auch immer sein soll. Ich glaube... Ja, doch, das ist eindeutig eine Arena. Und die würde ich gerne noch machen, bevor wir anfangen... Wir passen auf. Ja, das ist gut. Anfangen hier die Revolution zu starten. Einmal Quicksave und Urgosch ist, glaube ich, hier der Meister gewesen. Ich will was verkaufen. Ich will was kaufen. Nein, dir verkaufe ich nichts. Warum nicht? Wo ist dein Problem? Kein Problem. Du bist ein Morra. Ich verkaufe nichts an Morras. Boah, du verdammter Rassist, du. Was verlangst du da, damit du mit mir handelst? Was verlangst du, damit du mit mir handelst? Ich brauche 3 Kronstöckel. Bringe sie mir. Dann können wir handeln und uns über Alchemie unterhalten. Alles klar. Ja, hier bei ihm könnten wir dann irgendwelche Alchemie-Talente lernen. Ach. Heiltränke können wir sowieso schon brauen. Habe ich das irgendwo gelernt? Warte mal. Warte mal, was brauchen wir denn für Heiltränke? Wo ist das? Where is this? Ah, wir haben das Rezept gar nicht. Braucht man auch ein Rezept wahrscheinlich für? Ja, doof. Ja, das ist echt doof. Uninteressant. Uninteressant. Wollen wir ihm 3 Kronstöckel geben? Ich meine, wir haben ja welche. Wie viele? Was kann denn schon groß passieren? Wir haben genau 6. Eigentlich können wir ihm die geben. Komm, wir machen. Hier sind deine Pflanzen. Du hast gezeigt, dass du Mut hast und mir helfen willst. Ich werde mit dir handeln. Das sagst du. Na, das ist ja schön. Zeig mir deine Ware. So, und dann kaufen wir bei ihm... Heiltrank aus Sonnengarn, Heiltrank aus Heilwurzeln, Heiltrank aus Heilpflanzen, den. Trotzdem gefällt mir das Ganze. Heiltrank aus Waldbeeren. Du warst genau. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich meine, wir werden das hier sowieso dann gleich befreien und uns wieder Geld holen. Also eigentlich können wir die... Es kommt noch schlimmer. Na, was soll's. Ein ordentliches Stück Fleisch wäre mir lieber. Ordentliches Stück Fleisch wäre mir lieber. Mir nicht, du. Mir nicht. So, komm. Kaufen wir. Soll mich das jetzt... Wir kaufen das einfach. Was kann denn so, und wenn ich dann jetzt hier hingehe... Kann ich. Wasser, heile Fläschchen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall immer Fläschchen. Hui! Wir können uns eine ganze Menge davon jetzt machen. Das ist schon eine gute Sache. Das ist schon ganz cool. Jetzt ist es natürlich blöd, dass wir keine Fläschchen mehr haben. Aber er hat genug. So, dann können wir uns ein paar Heiltränke machen. Ich glaube, aus der Waldbeere... Na gut, es ist an sich ist es egal. Waldbeeren haben wir keine mehr, dann machen wir halt eben aus dem Sonnenkraut nochmal welche. So. Ruckzuck haben wir 39 Heiltränke, das ist doch cool. Sehr schön. So, aber das muss doch hier eindeutig... Ist das doch eine Arena hier, oder? Wir sehen uns. Was ist los? Sag du es mir.
Wenn du kämpfen willst, rede mit Tarok. Wenn nicht, lass mich in Ruhe. Okay. Natürlich will ich kämpfen. Das will ich vorher noch machen. Hallo, Turok. Was willst du? Oh, ich will mir auf die Nase drücken, damit ich nicht niese. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Oh. Macht er sogar. Der Meister mit der Armbrust. Das können wir machen. Oder machen wir erst Stärke? Ich glaube, wir machen 20 Stärke. Und machen dann die Armbrust. Oh. Ja. Weiter, Mora. Weiter, Mora. Lehre mich, ein Meister mit Armbrust zu werden. Hör auf zu denken. Konzentriere dich nur auf eines. Deinen Gegner zu töten. Ein guter Schütze kann seinen Feind mit einem einzigen Schuss töten. Nutze diesen Schuss. Du brauchst nur diesen einen. Ja. Ja. Weiter, Mora. Weiter. Oh Mann. So, wir könnten die 4 eigentlich auch noch in Stärke investieren, dann haben wir 260. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Doch, das geht so weiter. So, jetzt würde ich aber erstmal. Warte. Können wir den jetzt heben mit 250? Ja! Dann kriegen wir nochmal Stärke plus 5. Geil. Wir sind der super stärkste Morra hier in der ganzen Burg. Das hat uns gerade noch gefehlt. Und jetzt quatschen wir mit dem Schmied. Ich habe den Stein hochgehoben. Ich habe den Stein hochgehoben. Ich habe dich gesehen. Ich lehre dich meine Kunst. Sehr cool, dann... Zeig mir deine Ware. Hast du jetzt bestimmt auch hier total keine anderen Sachen. Das ist natürlich doof. Bring mir was. Der kann uns nur das Schürfen beibringen. Na gut, andere Sachen müssen wir eigentlich nicht lernen. Es geht ja nur noch um die Rezepte. So, ich penne erstmal eine Runde, denn ich hätte gerne Tageslicht. So. Lalalalalala. Okay, Mr. Turok. Ich will in der Arena kämpfen. Ich will in der Arena kämpfen. Meine Kämpfer kämpfen nicht gegen Morras. In deiner Arena kämpfen doch Menschen. Sie haben Stärke und Mut in den größten Arenen der Welt bewiesen. Wenn du getan hast, was sie getan haben, darfst du hier kämpfen. Was? Wann lässt du mich kämpfen? Wenn du die große Arena in der Wüste gewonnen hast. Sie ist in Morrasul und nur die besten Krieger verlassen sie lebend. Champion in der Arena in Morrasul und wo zum Teufel? Trotzdem gefällt mir da unten. Aber ich will Faring doch befreien. Oder gehen wir erst in die Wüste? Das hat uns gerade noch gefehlt. Was haben wir denn bis jetzt befreit? Cap Dun haben wir befreit, Montera und... Was kann denn schon groß passieren? Wollen wir echt in die Wüste gehen und da die Arena machen? Es ist deine Ehre. Du musst entscheiden. Das wäre ja an sich schon ganz cool. Nur denke ich, dass das eine weite Reise wird. Und wir haben Ruf bei den Rebellen 36. Wir bräuchten 50, um die nächste Rüstung zu bekommen. Bin gerade überlegen. Was kann denn schon groß passieren? Das ist Okara und da ist noch. Ah, ne, Mora. Das ist das andere Rebellenlager. Dann hätte ich jetzt nämlich gesagt, wir gehen nach Trelis und nach Nemora. Und ich glaube, Nemora ist verknüpft mit Trelis, um die Stadt zu befreien. Dann machen wir das. Gehen dann von dort aus in die Wüste. Machen dort ein paar Quests und dann nach Morrasul. Machen dort die Arena und dann zurück nach Faring. Machen hier die Arena und befreien dann Faring.
können natürlich auch erst... Mit Noras hat man nichts. Nee, in den Norden gehen wir als letztes. Da gehen wir als letztes hin. Nee, man muss ja auch... so ein bisschen planen. Dann machen wir das halt so. Meine, das ist ja auch mal ganz spannend. Dann kommen wir ein bisschen rum. Und sind hier nicht nur am Städte befreien. Ist ja auch mal ganz cool. So, dann würde ich aber vorher... alle. Die Burg von Faring. Das haben wir auch noch nicht. Mojok, das haben wir. Gorok haben wir. Gnarr war doch auch hier irgendwo. Aber Gnarr war doch... Kämpfe mit Ehre. Wie soll man denn jetzt die Quest... abschließen, die Burg von Faring? Der ist in Geldern, der Himmel. Geldern ist natürlich da. Der Helm des ersten Paladins. Dann machen wir so. Wir holen uns den Helm des ersten Paladins in Geldern. Dann gehen wir nach Trelis oder vielmehr nach Nemora. Dann befreien wir Trelis und dann nach Morasol. Oh Gott. Okay, wie kommen wir da am dümmsten hin? Von... Ja, eigentlich von Trelis. Und von Montera aus. Und ansonsten haben wir ja hier zwei Schattenläuferhörner. Stimmt, das... Ah, ja, hatte ich auch noch gesagt. Oh Gott, es ist so viel. ja, wisst ihr, warte mal. Wir machen das mal so. Montera war das. Wir gehen mal gerade hier nach... Wir gehen mal gerade nach Montera. So, von Montera aus versuche ich gerade mal was. Damit jemand in den Kommentaren Ruhe gibt. Nein, ich weiß ja noch, wo die... Schattenläuferhöhle war. Und wir brauchen ja noch die Hörner für den Candela. Und hier oben waren ja irgendwo drei Scavenger. Ach, drei Scavenger. Drei Schattenläufer. In einer Höhle. Wildschwein! Wildschwein ist tot! Noch was? Nein. So, war das hier in dieser oder in einer weiter oben? Ich glaube, es war in einer weiter oben, denn hier war die Wolfshöhle von Wenzel. Ja. Dann war es weiter oben. Ich glaube zwar nicht, dass wir das schaffen, aber versuchen kann man es ja mal. Ich glaube, die Blutfliege hier ist gefährlicher als die Schattenläufer. So. Es war noch ein ganz schönes Stück hier nach diesem Rebellenlager. So, und dann hier unten. Das war doch aber hier, oder nicht?
das nicht hier? Wo war denn diese blöde Höhle? Die war doch da. Hier geht's nach Ardea. Oder war die hier irgendwo? Das kann natürlich auch sein. Ich gucke mal. Da lädt er wieder so toll nach. Kann natürlich auch hier irgendwo gewesen sein. Naja. Boah. Ich hasse dich, du Wildschwein. Ja, doch, ich glaube, hier sieht's gut aus. Ja, doch. An Goblins kann ich mich zwar nicht erinnern, aber... So. Aber das müsste die gewesen sein. Ja. Das ist sie, eindeutig. So, jetzt vorher gucke ich mal gerade. Wir versuchen es erstmal ohne. Ja, wir versuchen es erstmal ohne, aber ich... Ich bin mir fast sicher, dass es nichts wird. Ich treffe den so gar nicht. Hallo? Oh Mann! Jetzt habe ich ihn getroffen. Jetzt kommen natürlich die anderen... Hänsel's da auch an. Okay. Alles gut. Okay. So. Jetzt wird's hier unten natürlich finster. Vorsicht! Ja! Das schaffen wir. Wenn ich jetzt nicht gleich verkacke. Ja, haha, cool. Schattenläuferhorn. Und ein Fell. Und eine Truhe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So schön. Dass ich den anderen Schattenläufer gar nicht looten kann. Hallo? Jetzt. So, der andere ist hier irgendwo. Oh Mann, ey, ihr blöden Fleischschwanzen. Hört mal auf damit! Jo. Ich kann den Schattenläufer nicht looten. Mann, hier so bescheuerte... Fleischschwanzen rumhüpfen. Die aus allen Löchern wieder rausgekrochen kommen. So. Kann ich jetzt... Vielleicht mal hier... Jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Sehr schön. Was? Silberpokal? Schwere Truhe? Kompositbogen, 1600, geil, ein Ring und Schlösser öffnen, böse vernichten, Heilung. Geil, und zwei Erzbrocken. Cool. Gut, den Rest
Vom Fest kann man jetzt eigentlich auch hier liegen lassen. Weil ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Diese eine Truhe und dann war es das. Schatulle. Und ein Goldpokal auch noch. Schatz! Ah. Mein Gott. Übersehe ich hier doch noch alles. Noch eine Truhe. Vielleicht sollte ich mal eine Fackel anzünden. Hm? Warte mal. Boah, es werde Licht. Es werde Licht. Und da ist tatsächlich noch eine Truhe. Die ich einfach übersehen hätte. Und auch noch eine Schatulle, an die ich nicht rankomme, wegen dieser blöden. Die hätte ich wirklich übersehen. Mit einem tollen Ring. Mein Gott, so weit ist es schon gekommen. Da haben wir auch noch einen Goldpokal. Gut. Aber ich glaube, das war es dann auch. So. Jetzt müssen wir dann zurück nach Okara. Denn da müsste der Candela ja irgendwo rumhängen. Eigentlich. Und dann freut er sich, dass wir ihm die Schattenläuferhörner bringen. Und dass wir das nicht vergessen haben. Hier hast du deine zwei Schattenläuferhörner. Hier hast du deine zwei Schattenläuferhörner. Besten Dank. Hier ist das Gold und zwei Heiltränke. Danke. Gut. Immerhin gemacht. Das ist die Hauptsache. Nein. Und dann bei ihm wird das Restzeug hier verkauft. Ist das dein Ernst? Die Schatullen, die Schatulle, das Horn. Und natürlich auch die Felle. Am besten du erledigst das selbst. Der hat natürlich jetzt nur noch 241 Gold. Am besten du hältst dich da raus. Die will ich aber eigentlich ungern kaufen. Dann nehmen wir es halt wieder mit, wenn du kein Gold hast. So. Als wenn das so einfach wäre. Nicht wirklich. Jetzt von hier aus könnten wir natürlich nach Silden gehen und von Silden nach Geldern und von dort aus nach Drelis. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ja. Hör bloß auf mit der Scheiße. Nee, wir machen das anders. Wir machen das, wie ich es gesagt hatte. Wir gehen von Montera aus jetzt in Richtung Trilis und gucken uns dann dort erstmal um. Und dann suchen wir dort das Rebellenlager, befreien das Kaff und dann gehen wir in die Wüste. Machen dort die Arena. Und dann kümmern wir uns weiter um Faring. Sag mal hier, Schnapsbeere. Goldschatulle. Noch viel Zeug hier. Wow, total viel. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein Folgenpäuschen und sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao.